Könnt ihr euch an diesen Theaterregisseur erinnern? Broadway Danny Rose. Er hatte irgendwo eine Premiere gehabt, insgesamt vorher 6 Wochen mit den Schauspielern geprobt. Und irgendwann ein Jahr später ging er in ein Kino, es war glaube ich bei einem Kurzfilmfestival, und da sah er einen Film, in dem alle seine Schauspieler spielten, und zwar in dem Bühnenbild, in dem sie damals das Stück probiert hatten. Und gedreht hatte den Film sein Assistent. Wir haben 5 Minuten, wir drehen und los. Der Baron von Münchhausen zum Beispiel mit Hans Albers in der Titelrolle wurde während Gustav Gründgrens Proben zu Don Carlos im deutschen Schauspielhaus gedreht, und zwar ohne dessen Wissen. Die gleiche Zeit von Margarete von Trotta wurde während der Proben zu 3 Schwestern von Peter Stein gedreht, der sich davon sonst nicht erholt hat. Wie kann man mich so missbrauchen? Wie kann man meine Kulissen abfilmen und mich einfach nicht lieben? Hast du bei deinen Plänen, hier zu drehen, auch die Pflicht und Liebe in Betracht gezogen, die du deinem Regisseur schuldig bist? Soweit ich weiß, habe ich meine Pflicht getan. Ich bin jetzt erwachsen genug und ich kann selber für mich sorgen und ich habe das Recht zu drehen. Wie wäre es mit ein bisschen Dankbarkeit? Meine Bühnenbild zu drehen. Aber das ist nicht dein Bühnenbild. Ja, bitte, hat er recht. Das hier ist alles nicht meins trotzdem. Da geht schon wieder einer mit einem Mikroangel vor mir. Wer ist denn das? Ihr dreht doch nicht schon wieder einen Kurzfilm während meiner Theaterprobe. Los, sag. Dreht ihr während meiner Probe mit den Praktikanten einen Film? Nein. Film ab.